Dann haben wir hier die Option, mal wieder scharf, Cloud Video. Und ja, da können wir jetzt beispielsweise YouTube auswählen. Kann man wieder so halten. Und dann können wir da jetzt irgendeinen beliebigen Film nehmen. Keine Ahnung, hier DayZ, Let's Play. Und jetzt müssen wir natürlich buffern. Und was jetzt vielleicht wichtig zu sagen ist, also dieses Internet, das wir jetzt über diesen EasyCast-Dongle erhalten, ist richtig lahm. Also das sieht man jetzt auch in dem YouTube-Video. Eigentlich habe ich eine DSL 16.000er Verbindung und das Video wird eigentlich sofort flüssig laden. Aber hier müssen wir jetzt immer wieder buffern und können jetzt auf Pause drücken. Dann sehen wir, der Buffer da unten läuft voll. Das Problem an dem Buffer ist, der hat nur so um die 17 MB. Wenn man das jetzt mal weiterlaufen lässt, dann sieht man das. Und je nachdem, wie halt gerade die Internetverbindung ist, kann das eben gut funktionieren oder weniger gut. Meine Erfahrung ist, ihr habt auf jeden Fall eine deutlich langsamere Verbindung über diesen Dongle, als wenn ihr direkt mit eurem Router verbunden seid. Und wie wir sehen, das funktioniert auch gut. Hat jetzt halt hier wieder das Pausemenü, lauter, leise, etc. Und das funktioniert gut, genau. Vorsprung, muss natürlich wieder buffern. Aber es funktioniert okay, aber dieses Gebuffer ist schon nervig, wenn man halt eigentlich gewohnt ist, dass es flüssig läuft. Genau. Also, kann man sich auch nicht beschweren. Bildqualität, ja, ist eben YouTube. Wird vermutlich die beste Qualität sein, aber gerade wenn es so lange zum Buffern braucht. Genau. Also da gibt es dann natürlich auch noch, wie gesagt, ein paar andere Dienste. Hier vielleicht mal kurz nochmal so zum Sehen, was es hier gerade alles gibt. Ich glaube, da kann man jetzt nichts selber hinzufügen. Das ist, ja, das sind alle, die es eben gibt. Okay, dann haben wir hier noch die Option Cloud Storage. Bei Cloud Storage, ja, da kann man halt vermutlich Dateien aus der Dropbox oder so holen. Also wird es nichts großartig anders sein wie die anderen Funktionen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe jetzt auch keinen Dropbox-Account hier eingestellt. Aber naja, da könnte man sich jetzt einloggen. Aber wie gesagt, da kann man ja auch die Daten schon direkt davor schon runterladen oder so. Dann hat sie noch eine Live-Option. Da gibt es dann auch wieder halt eine Auswahl von Anbietern, wo man dann irgendwelche Livestreams anschauen kann. Habe es jetzt nicht ausprobiert, was noch so oder so ist. Ja, dann gibt es hier halt einen Livestream wahrscheinlich. Ja. Also es wird vermutlich genauso laufen wie YouTube von der Verbindungsqualität her und wird dann auch vermutlich genau gleich übertragen. Hier kann man wieder auf Widescreen umschalten. Genau. Dann gibt es hier noch einen Punkt, der heißt Kommentar. Da kann man einen Kommentar an den Entwickler senden. Dann gibt es noch eine Aktualisierungsschaltfläche. Da kann man eben gucken, ob es eine neue, ich weiß jetzt nicht, ob es für die Android-Version ist oder ob es für die Firma ist oder für beides. Da prüft eben, ob es eine neue Version gibt. Und dann haben wir hier noch den Social-Knopf, den drücken wir auch gerade mal. Und da gibt es dann eben so Sachen wie Facebook, da kann man gerade mal drauf drücken. Und dann kann man eben jetzt theoretisch mit Facebook connecten und sich dann anmelden. Mache ich jetzt nicht, weil ich das jetzt auch nicht so besonders finde, dass man im Fernseher Facebook benutzt. Aber wer es möchte, kann es natürlich machen. Genau. Jetzt vielleicht zu der Video-Option. Die funktioniert auch erstaunlich gut, aber nicht in allen Dingen perfekt, die wir jetzt gleich sehen werden. Ich habe hier unterschiedliche Filme, also was zum Beispiel auf jeden Fall geht, ist so ein, ich mach mal scharf, hier so ein 320 auf 180 Pixel Filmchen, das ist was ganz Niederes von der Qualität. Und wenn wir das jetzt so übertragen, dann wird es perfekt übertragen. Also wird es einem nicht, wird es eben nicht direkt aus dem Display angezeigt und dann übertragen. Es wäre sowas wie eben Bildschirm übertragen, sondern es wird eben wirklich nur dann wie DLNA, oder es ist vermutlich DLNA, dann wird es eben übers Netzwerk gesendet und dann direkt abgespielt. Zu den Formaten kann ich sagen, dass er eigentlich fast alles von mir abgespielt hat, was ich an ihn gesendet habe. Also die gängigen Formate kennt er auf jeden Fall alle. Schauen wir mal ein anderes Video an.
Ja. Ein 300 Trailer in 720p vielleicht mal. Und wir werden auch sehen, dass dieser flüssig läuft. Die Ekstase von Stahl und Fleisch. Also der Sound ist auch gut. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den auf der Kamera genau hört. Und wir sehen auch, das läuft ja, flüssig. Auch bei schnellen Szenen übrigens. Und auch hier geht wieder Buffern, also Vorspulen ein problemlos. Ich werde die Griechen angreifen mit meiner ganzen Flotte. Just like witches at black masses. Genau. Sie hat ihre Seele dem. Dann habe ich hier, ja gut, also ich habe hier noch einige Videos, zum Beispiel haben wir hier noch ein Diary X Video, kann auch gerade mal auswählen. Das ist jetzt, wie man sieht, da unten sogar auch HD als 720p und auch das läuft eigentlich recht flüssig. Da kann man sich nicht beschweren. Für so eine kabellose Übertragungstechnik ist das echt gut. Genau, okay. Dann habe ich jetzt auch noch hier nochmal ein 300-Trailer, aber diesmal in HD. Und wir werden auch sehen, auch HD läuft flüssig. Also das ist jetzt ein 1920 auf 1080 Pixel, wie man hier vielleicht sieht. Und auch hier wieder wird flüssig abgespielt. Ich werde die Griechen angreifen mit meiner ganzen Flotte. Genau. Jetzt aber werden wir gleich sehen, wenn ich jetzt beispielsweise, hier habe ich ein HD-Video. Das ist jetzt eine MKV. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, ob man es hört, aber der Ton, der stottert. Und das Bild ruckelt auch ein bisschen vor sich hin. Also jetzt spackt völlig ab, auch wenn wir jetzt vorspulen. Also es läuft so la la la, es ist nicht perfekt. Noch extremer wird es bei dem Beispiel, wenn ich hier nochmal einen 300 Trailer, ich habe da einige geholt, der ist jetzt auch wieder in HD, aber diesmal ist die Dateigröße doppelt so groß. Also hat eine bessere Audio-Bitrate und jetzt werden wir gleich sehen, dass das in einem völligen Desaster endet. Das grüne Bild wird immer fehlerfrei angezeigt. Aber das ist eigentlich auch das Einzige, was jetzt erstmal angezeigt wird. Der Sound läuft schon und ja, es kommt kein Bild oder nur stotternd. Also klar, ich meine, in dem Trailer ist natürlich viel Slow-Mo drin, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Und der Sound ist richtig so abgehackt. Ich weiß nicht, wie gut man es in der Kamera hört. Ja, das ist nicht wirklich toll. Dafür gibt es aber einen Trick, das wird empfohlen. Und zwar, wenn wir jetzt in die Einstellungen gehen, indem wir einfach unsere Auflösung wieder auf 720p runterschrauben. Das ist es natürlich nicht so toll, weil eigentlich, wenn wir schon einen HD-Fernseher haben, dann wollen wir natürlich auch eine HD-Ausgabe. Aber anscheinend ist der Dongle mit
so hochauflösendem Videomaterial mit hohen Bitraten etc. total überfordert und schafft es eben nicht, das in HD auszugeben. Schalten wir jetzt hingegen die Eingabe eben auf 720p, dann laufen auch diese Videos, die ich zumindest ausprobiert habe, alle flüssig und problemlos. So, jetzt müssen wir wieder verbinden. Das braucht wieder kurz, ja. Genau, und sind wieder drinnen. Ja, das ist so ein Fehler, da kommt irgendwie immer Firmware-Update, beziehungsweise ist Update, genau. So, und jetzt gehen wir wieder auf die Video-Option. Und jetzt wählen wir wieder diesen 300-Trailer, der gerade eben noch so für sich hingestottert hat. Das war ja der obere mit 135 MB. Wir wählen den aus und jetzt werden wir sehen, dass er jetzt flüssig läuft. The Oracle's words stand as a warning. Kein Geruckel, alles in einer flüssigen Linie. Wenn wir jetzt auch vorspulen, alles kein Problem. Genau. So, wir haben jetzt ja schon genug die Video-Option gesehen. Beziehungsweise eins kann ich noch zeigen, und zwar, dass er eben nicht gerade alle Videoformate unterstützt. Ich habe hier von der Diary X Homepage so eine MKV geladen. Die hier. Wenn ich jetzt die da auswähle, 800 MB oder auswählen drücke, dann kommt Media Streaming Unsupported or Corrupted File. Also die Datei funktioniert eigentlich schon. Es ist halt so, dass eben dann doch nicht alles wohl unterstützt wird. Und was ich auch bemerkt habe, ist, als ich mal einen 2K-Trailer reingehauen habe, da hat er mir nur den Ton abgespielt. Gleiches Videoformat wie die anderen Trailer, aber das Video kam nicht an. Also es scheint, er hat auch Probleme mit Formaten, die größer als Full HD sind, also größer als 1029 auf 1080 Pixel. Genau. Dann zu den unteren Funktionen noch. Wir haben hier noch DLNA. Da bräuchte man jetzt eine passende DLNA-App, aber ich sag's mal so, ich sehe den Sinn nicht ganz dahinter. Gut, man kann natürlich dann seine eigene App auswählen, aber alle anderen Funktionen hier, die laufen ja auch über DLNA. Also ich weiß nicht, was das sonst für eine Technik sein soll, weil es ist eben eine direkte Übertragung, ihr seid ja auch nicht mal mit eurem Router verbunden, also es wird aufs Gleiche rauslaufen. Das heißt, es wird auch nicht besser funktionieren. Von daher, ihr könnt eigentlich alle Funktionen hier direkt verwenden, sein, ihr habt jetzt eine Software, die ihr total übersichtlich findet oder ähnliches, dann könnt ihr die natürlich installieren und dann sollte die hier eigentlich angezeigt werden und dann könnt ihr diese natürlich auch nutzen anstatt der EasyCast Software. Dann haben wir hier den EZ Mirror. Das ist jetzt die einzige Technik, die Miracast verwendet und für die das Smartphone auch Miracast können muss. Genau. Wenn wir jetzt hier auf On klicken, dann sehen wir im Hintergrund, dass wir jetzt disconnected sind von unserer Fritzbox oder meiner Fritzbox, also dem Router, weil halt der Edz Mirror nur eine Miracast-Verbindung hier direkt aufbauen kann und nicht gleichzeitig noch eine Fritzbox-Verbindung. Da ist jetzt auch eine Anleitung eingeblendet, wie wir das verbinden. Letztendlich ist es ganz einfach. Ich schau mal, dass ich es wieder scharf kriege. Genau. Wir sind jetzt im WLAN-Menü gelandet, gehen jetzt aber einfach zurück, gehen auf Display, hier unten Bildschirmübertragung und dann müssen wir hier halt eben einstellen, dass kabellose Übertragungen aktiviert sind und dann können wir den EasyCast-Dongle auswählen. Jetzt sehen wir im Hintergrund, Verbindung wird hergestellt, steht da vorne und im Hintergrund steht jetzt auch Dupe Peer-to-Peer-Connection, RTS-Connection und zack, jetzt sind wir drin, direkte Übertragung. Also eigentlich wird, die Auflösung wird laut EasyCast von dem Gerät bestimmt. Das heißt, egal, wenn wir 720p eingestellt haben, sollte jetzt eigentlich uns Full HD übertragen werden, da unser Smartphone eben ebenfalls Full HD ist. Und jetzt können wir gerade mal testen, was da alles funktioniert. Ja, die können wir jetzt mal im Hintergrund schieben. So, und dann sehen wir jetzt auch, ich kann da jetzt so rüberschieben etc.